Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Neuzugänge aus dem April. Es sind insgesamt 17 Bücher bei mir eingezogen, davon 6 als echtes Buch, 6 E-Books und 5 Hörbücher. Finde ich wieder eine sehr schöne Mischung und tatsächlich wären die echten Bücher an und für sich gar nicht eingezogen, weil ich nicht in einem Buchladen war, sondern ich habe die zu großen Teilen ertauscht bzw. gewonnen und so ist das zustande gekommen. Aber ich freue mich sehr, dass tatsächlich im Vergleich relativ wenig echte Bücher eingezogen sind. Nicht, weil ich echte Bücher ja nicht mag, aber ich ja immer versuche so ein bisschen, so ein 50-50-Ding hinzubekommen zwischen digitalen Büchern und den echten Büchern, weil platzbedingt kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Als erstes, bevor ich mit den Büchern anfange, mit den 17 Neuzugängen, muss ich aber natürlich mal einen neuen E-Book-Reader zeigen, der ja auch direkt Anfang April bei mir eingezogen ist. Ich habe mir einen Tolino wiedergeholt. Mein alter ist ja nach knapp 3 Jahren kaputt gegangen und ich habe mir den Tolino geholt. Da gab es ein Osterangebot bei Thalia. Da hat der anstelle 69 Euro gekostet. Und dazu habe ich mir dann auch diese sehr coole Hülle geholt. Sehr praktisch ist an der Hülle tatsächlich, man hat hier hinten einen Griff, wo man die Hand reintun kann. Also theoretisch auch im Laufen lesen könnte, wer auch immer das tut. Und man hat hier eben auch so eine Klappe, dass man den zum Beispiel im Bett auch den E-Book-Reader einfach hinstellen kann und dann eben ohne die Hände lesen kann. Der Tolino hat Licht integriert, das was ich immer ganz wichtig finde und das brauche ich auch auf jeden Fall und ich finde den von der Handhabung ähnlich super wie den davor. Es gibt da nichts zu meckern, es geht nicht langsamer, schneller, alles super. Also ich bin sehr zufrieden und ich lese ja auch super, super gerne E-Books. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit den Büchern des Monats. Begonnen hat der Monat mit Schäfchensommer von Beata Rügiat, ein Buch, das ich auch schon gelesen habe, was mir netterweise auch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Beata Rügiat ist ja die Autorin von Herzensräuber, einem Highlight, ich glaube, aus 2017. Und ich habe es immer noch im Herzen und liebe es immer noch sehr und habe mich hier sehr auf das neue Buch von ihr gefreut. Wir sind hier im Schwarzwald, wir begleiten eine Schäferin und ihre Schafherde, die natürlich so ein bisschen Probleme auch einfach mit dem Hof hat, aber auch mit ihrer Nichte, die vorbeigebracht wird von ihrer Schwester sozusagen, also von der Mutter der Nichte. Und sie soll da eben einfach so ein bisschen Konfliktmanagement machen und am Ende taucht dann eben auch ihre frühere Liebe wieder in der Nähe des Hofes auf. Und ja, so haben wir eine ganz schöne, interessante Geschichte, die mich gut unterhalten hat, aber nicht an Herzensräuber rangekommen ist. Und solltet ihr jetzt irgendwie nebenan was klopfen hören, das ist tatsächlich der Regen, der gerade an die Scheiben kracht. Aber gut. Ja, dann ein Highlight des Monats. Verity von Colleen Hoover habe ich als Hörbuch gehört. An sich bin ich ja nicht der größte Colleen Hoover-Fan, beziehungsweise fand ich ja ihre Anfangsbücher ganz gut, habe ich gerne mal gelesen oder auch gehört. Bei Verity hat mich aber das Cover überhaupt nicht angesprochen. Nach wie vor finde ich das überhaupt nicht passend und auch nicht schön. Also ich finde es viel zu kitschig und es passt für mich überhaupt nicht zur Geschichte. Aber als dann verschiedenste Leute geschwärmt haben und erzählt haben, dass das so ein Genre-Mix aus Thriller und Krimi und Spannung, Erotik und ja so auch mit Irrungen und Wirrungen ist und sehr spannungsgeladen, musste ich auch einfach zugreifen. Und ich fand es ebenfalls sehr großartig. Also es ist überhaupt kein klassischer Hoover, so wie ich sie zumindest erlebt habe in ihren Anfängen, sondern es ist wirklich dieser Genre-Mix, es ist spannungsgeladen, es hält einem im Atem und ich fand tatsächlich auch die Wendung am Ende sehr, sehr cool oder die Auflösung oder wie auch immer man es nennen möchte. Wir haben ja hier eine Autorin, die im Koma liegt und eine andere, jüngere Autorin, die nicht so erfolgreich ist, soll im Grunde da die Geschichte weiter erzählen und da trifft sie dann im Grunde auch auf den Mann. Und da knistert es zwischen den beiden und er erzählt dann eben auch ein bisschen von ihrem Leben, auch mit den Kindern, dass vorher 2 Kinder bei Unfällen gestorben sind. Und sie fängt dann eben an zu recherchieren, zum einen, was es schon an Manuskriptseiten gibt, was sie im Grunde für die Geschichte übernehmen könnte und trifft dann auf ein Tagebuch, das ganz dunkle Dinge der Autorin ans Licht bringen und einen tatsächlich manchmal ganz schön Gänsehaut
Momente bereiten. Und ja, es war spannungsgeladen und es musste dann eben auch einfach von mir gelesen werden und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich ein Buch bei Lovely Books gewonnen, und zwar Der Kaufmann und der Rinpoche von Alyosha Long und Ronald Schweppe. Es war eine Leserunde auf Lovely Books. Ich versuchte immer mal mein Glück, wenn ich auf spannende Bücher aufmerksam gemacht werde. Wir haben hier ja im Grunde eine Geschichte über das Leben und das Sterben im Zusammenhang mit dem Buddhismus. Denn wir begleiten eben einen Kaufmann und einen Rinpoche, die beide ursprünglich Hirtenjungen waren. Ja, in ihrem Leben, wie der eine Mönch wurde und der andere eben ja ein Kaufmann wurde. Wir erleben aber auch Tibet zu Zeiten der Befreiung durch die Chinesen. Wir treffen auf den Dalai Lama. Wir haben hier also tatsächlich zwei Geschichten, die im Grunde so passiert sind. Zum einen die tibetische, aber eben auch die von den beiden Jungs, die dann eben zu den Männern werden. Wir erleben aber auch, dass eben der Kaufmann stirbt und sein langjähriger Freund, der Mönch, kommt und ja, das tibetische Totenbuch anwendet, was dazu im Grunde führen soll, dass man eben ja, ins nächste Leben kommt und hinübergeleitet wird. Und fand ich super spannend. Ich mochte die Mischung sehr gerne. Mich hat das sehr angesprochen. Ich mag die buddhistische Philosophie, ich mag Geschichten über Tibet und ich ja, fand es auch toll, den Dalai Lama hier mal auf einer ganz anderen Sicht auch mal wieder gesehen zu haben. Und ja, fand ich toll, hat mir Spaß gemacht und bleibt auf jeden Fall im Regal. Dann ist als E-Book eingezogen The Secret Book Club von Lissa K. Adams, der Auftakt einer Reihe. Ich weiß, dass es, glaube ich, jetzt auch schon einen zweiten Teil demnächst geben wird. Wir haben hier einen geheimen Buchclub, der aber nicht von Frauen ist, sondern von Männern. Und zwar lesen diese Männer Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen und ihre Beziehungen zu verbessern. Und wir treffen auf Gavin, einen Profi-Football-Star, dessen Frau sich von ihm gerade trennt, sich scheiden lassen will. Beide haben zwei Kinder zusammen und ja, wir sind im Grunde in der Geschichte mit dabei, ja, wie Gavin zu diesem Bücherclub kommt und eben seine Ehe retten möchte. Klang total cool. Mal was nach ganz anderem, nach was Innovativem. Das war es tatsächlich an dieser Stelle auch. Mir kam aber tatsächlich der Buchclub viel zu kurz. Dennoch möchte ich auf jeden Fall den zweiten Teil lesen, weil ich hoffe, dass der einfach noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, als es bei Teil 1 der Fall gewesen ist. Dann ist als E-Book bei mir eingezogen Kann ich selbst, mache ich selbst von Andrea Sokol. Das Buch habe ich schon länger auf der Wunschliste und wurde mir jetzt vom Verlag als E-Book zur Verfügung gestellt. Es gibt einen YouTube-Kanal von der lieben Andrea, Olala und Solala. Und Andrea zeigt uns mit einfachen Dingen, wie wir tolle Produkte aus der Natur machen können. Sei es zum Beispiel Honig aus Löwenzahn, sei es ja, eine Mandelelixier, also ein Milchersatz, wenn man so möchte, Rezepte, wie Kräuter wirken, ja, allerlei tolle Dinge. Und dieses Buch ja, habe ich schon länger auf der Wunschliste, weil ich es super spannend fand, was uns Andrea hier in dem Buch dann auch präsentiert. Und da freue ich mich, das dann jetzt demnächst auch im Mai zu entdecken. Dann ist das neue Buch von Adriana Popescu bei mir eingezogen, die dritte Episode ihrer 0711 Love Stories, Jasmin und Leo. Und das ist jetzt die dritte Episode, es soll ja jeden Monat einen Band geben. Und das sind eben immer ganz kurze ja, Ausblicke oder Einblicke in das Leben zwei junger Leute in Stuttgart. Und auch hier muss ich echt sagen, ich liebe diese Kurzgeschichten. Ich finde es mega, wie Adriana es schafft, ja, auch in dieser Kürze so Würze reinzubringen, die Dialoge zu schaffen, die Charaktere uns vorzustellen, uns näher zu bringen. Und auf wenigen Seiten, irgendwas zwischen 70 und 90 Seiten hat jeder Band, also jede Episode, das wirklich zu schaffen, da eine Geschichte zu erzählen. Großes Kino. Ich freue mich jetzt schon auf Episode 4, die ja vielleicht schon da ist oder demnächst kommt, und bin sehr gespannt, was sie uns da zaubert. Dann gab es von Thalia aufgrund ja, der Beschränkungen, was Buchhandel angeht, dass die geschlossen hatten, ja, eine E-Mail mit einem Gutscheincode, dass man ja, ein Thalia-Hörbuch bekommt zur Hälfte des Preises. Und ich habe mich dann ja auch an die Tolino-App getestet auf dem Handy und habe mir da zwei Hörbücher geholt, die ich schon länger auf der Wunschliste hatte. Zum einen von Stephen Hawking, kurze Antworten auf große Fragen. Das habe ich auch schon gehört und das fand ich wirklich mega. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich bin ein großer Fan von Stephen Hawking. Ich mag es, wie er all dieses Genie-Denken, was er in meinen Augen hat, locker und leicht
uns, mir, Laien irgendwie erzählt, mir klar macht, ich mag seine Positivität, seine motivierende Art. Und ich mag es, wie er Fragen stellt und wie er diese beantwortet. Und gerade diese großen Fragen wie, wie gibt es Gott, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um, gibt es Leben außerhalb der Erde und so weiter. Ich finde, das sind Wahnsinnsfragen und tolle Antworten, die man sich unbedingt anhören sollte. Das zweite Hörbuch war dann Rocky Mountain Yoga. Das ist der erste Teil der Rocky Mountain Reihe von Virginia Fox. Ich schleiche schon etwas länger um diese Bücher. Ich weiß gar nicht, was mich so richtig abgeschreckt hat. Ich glaube tatsächlich, dass es schon über 20 Bände gibt. Man kann die wohl alle unabhängig voneinander lesen. Sie spielen halt alle in diesem Städtchen. So gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und ich habe mich bewusst auch einfach erstmal für den ersten Teil entschieden. Zum einen, weil es den eben auch als Hörbuch gab. Weil ich glaube, dass für mich dieses Genre am besten als Hörbuch funktioniert. Und es geht um Yoga, es geht um zwei Protagonisten und so viel mehr weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß, dass mir diese Bücher immer mal angezeigt werden, die verschiedensten Fassungen. Ich weiß, dass es so Liebesromane sind mit so einem Wohlfühlcharakter, mit so einem Städtchencharakter, aber durchaus auch so ein bisschen was Prickelndes, Knisterndes hat. Und ja, ich bin neugierig, ich freue mich drauf, das demnächst zu hören und habe mir das tatsächlich eigentlich für ein sonniges Wochenende aufgehoben, dass es dann im April gefühlt nicht so richtig gab, aber ja, der Mai könnte ja jetzt schön werden. Dann habe ich mit der lieben Simone, einer Zuschauerin, Bücher getauscht und zwar drei an der Zahl. Und zwar begonnen mit Frag nicht nach Sonnenschein von Sophie Kinsella. Ich habe einige Bücher der Autorin gelesen. Ich mochte tatsächlich ihre Shopaholic-Reihe nicht. Ich konnte mit der Protagonistin nicht so viel anfangen, fand auch schon den ersten Band sehr merkwürdig. Ich weiß auch, dass es eine ganz komische Verfilmung da irgendwie gegeben hat, aber das ist schon viel zu lange her. Aber ich mag vieles andere von Sophie Kinsella, wie da gab es irgendwas, kennen wir uns nicht. Das war auch so eine Geschichte, die mit Reinkarnation zu tun hatte. Es gab irgendwie dieses Charleston Girl, das war auch sehr cool. Da ging so Mädel, deren Großtante als Geist wiederkam. Also es gibt einige Geschichten, die mir von Sophie Kinsella sehr gut gefallen haben. Und Frag nicht nach Sonnenschein klingt einfach nach einem Sommerroman. Eigentlich hatte ich da noch so überlegt, ja, vielleicht wenn du doch dieses Jahr in Ägypten am Strand liegst, wäre das ein Buch, um es mitzunehmen. Aus dem Strand wird wahrscheinlich nichts, aber im Sommer im Garten liegend könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, ein Thriller durfte man mir einziehen, von dem verschiedenste Leute auch schon durchaus mal geschwärmt haben. Es gibt aber auch durchaus kritische Stimmen und zwar The Woman in the Window von A.J. Finn. Was hat sie wirklich gesehen? Erinnert mich ein bisschen an das Fenster zum Hof von Hitchcock mit James Garner und Grace Kelly, wenn ich mich nicht irre. Und so hat mich diese Geschichte auch ein bisschen dran erinnert, denn ich glaube, es geht hier tatsächlich auch um eine Frau, die allein lebt in einem großen Haus in New York und dass sie dann irgendwann eben etwas beobachtet. Und es soll ein fesselnder Thriller sein und ich bin gespannt und kann mir durchaus vorstellen, dass das mal ein Thriller ist, der mich wieder packen könnte. Und das letzte Buch, was wir dann getauscht haben, ist von Paulo Coelho, ist Prida. Ich habe einiges von Coelho schon gelesen. Es ist mal mehr, mal weniger gut, aber es gab noch kein Buch von Coelho, das ich abgebrochen hätte. Es ist ja auch ein sehr dünnes Büchlein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Klappentext gar nicht so gelesen. Ich habe den Coelho gesehen und gedacht, der klingt auf jeden Fall gut. Es geht hier wohl um Liebe, Selbstfindung, Hingabe und Spiritualität. Und soll eine Fabel für Erwachsene sein, die gerne mit ihrer Fantasie auf Reisen gehen. Und ich glaube, das klingt nach einer guten Geschichte, die wohl auch in Dublin spielt. Von daher, ja, ich bin neugierig und ich finde, mit Paulo Coelho kann man grundsätzlich nicht so viel falsch machen. Wenn man schon weiß, wie sein Stil ist, dann ja, weiß man auch, worauf man sich ein bisschen einlässt. Ja, das war soweit der Tausch. Dann ist als E-Book eingezogen das kleine Café der großen Träume von Sandy Docker. Ein Buch, das eine ganz liebe Freundin auf ihrer Geburtstagswunschliste hatte und mich das aber auch total angesprochen hat. Und ich habe ihr das echte Buch zum Geburtstag geschenkt und habe es uns beiden auch direkt schon eingeteilt, weil ich finde, so ein Buchgeschenk ist natürlich dann nochmal schöner, wenn man sich auch gemeinsame Lesezeit schenkt. Und so hat sie schon das eingeteilte Buch zu Hause.
Hause jetzt zum Geburtstag bekommen. Und bei mir ja, ist dann das E-Book eingezogen, weil ich werde es dann als E-Book lesen. Habe mir natürlich die Einteilung auch schon direkt mit rausgeschrieben. Das wollen wir jetzt im Mai dann auch zusammen lesen. Und da freue ich mich auch schon besonders drüber. Ja, mich hat es einfach angesprochen vom Cover, vom Klappentext. Es klingt so nach einem Wohlfühlbuch und ja, klingt einfach richtig, richtig schön und ja, so ein Kaffee der großen Träume. Ja, ich bin sehr gespannt. Dann ist der neue Romy Hausmann bei mir eingezogen. Martha schläft. Ursprünglich war ich ja auch beim DTV, ja, Buchveröffentlichungsparty eingeladen, was ja in der Woche nach Ostern, glaube ich, gewesen wäre. Das ist ja leider dann auch abgesagt worden, aber ich habe vom DTV-Verlag das Buch zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist bei mir als echtes Buch eingezogen, aber tatsächlich auch als Hörbuch. Da habe ich mir nämlich auch schon direkt geholt, weil ich auch Liebeskind im letzten Jahr gehört habe und es einfach nur großartig fand. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, um was es geht. Ich fand Liebeskind einfach so grandios im letzten Jahr, dass ich einfach neugierig war, was Romy Hausmann jetzt zaubern wird. Ich habe tatsächlich keine große Ahnung, um was es geht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so groß wissen möchte, um was es geht. Aber ja, ich danke natürlich dem Verlag, dass das Buch bei mir eingezogen ist. Ich hoffe jetzt auch, dass es dann ein Highlight sein wird und dass es dann im Regal verbleiben kann. Weil optisch finde ich auch die Thriller von Romy Hausmann richtig, richtig schön und durch das schlichte Weiß und so diese Schrift und ja, einfach großartig und ich bin sehr, sehr gespannt, wird auf jeden Fall auch jetzt ganz, ganz bald von mir gehört. Dann ein Buch, wo ich angefixt wurde von der lieben Christine und zwar Passion on Park Avenue von Lauren Laney. Ein Buch, das mich nie angesprochen hätte, weder das Cover noch der Titel. Ich hätte immer gedacht, oh mein Gott, was ist denn das für ein Buch und dann allein schon dieses Passion on Park Avenue. Huh, also es ist für mich eigentlich schon so ein Wirkreflex-Titel samt des Covers. Mich spricht sowas persönlich eben einfach nicht an. Aber Christine hat in einem Video absolut davon geschwärmt. Sie hat von dem Witz, dem Humor in der Geschichte erzählt. Es geht um einen Mann, der stirbt und er hinterlässt eine Ehefrau, eine ja, langjährige Geliebte und seine kurze Affäre. Und alle drei Frauen treffen sich im Grunde ja, während der Beerdigung, erkennen sich an den gleichen Schuhen und der gleichen Uhr und wissen irgendwie relativ schnell, okay, der Typ hat uns ganz schön verarscht. Und ja, ich lese aktuell auch den Teil, das Buch, zusammen mit der lieben Becky. Und ich muss echt sagen, ich finde das eine total coole Idee. Ich finde das sehr spannend. Ich finde das gar nicht mal so konstruiert. Man kann sich das so vorstellen. Hat natürlich auch das New York-Feeling. Und ja, ich bin neugierig, wie die Geschichte jetzt im Grunde ausgeht. Der zweite Teil erscheint auf jeden Fall, glaube ich, schon im Mai oder Juni. Und auch der dritte Teil ist schon angekündigt. Es wird dann wohl jeweils um eine der Frauen sozusagen gehen. Und ja, ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wundert euch bitte nicht, ich habe beim Schnitt festgestellt, dass nach dem Cut eben ja, die Tonspur irgendwie nicht mit aufgenommen wurde. Deswegen sehe ich einen Tag später auch ein bisschen anders aus. Aber es sind nur noch ja, drei Bücher, die ich euch zeigen möchte. Und ich denke, das kriegen wir jetzt auch mit einer anderen Optik hin. Also bitte nicht wundern, keine Ahnung, wo die Tonspur ist, aber ich dachte, ich muss ja nicht alles von vorne drehen, so fällt es ja gefühlt fast überhaupt nicht auf. Ja, das nächste Buch ist kein klassisches Buch, glaube ich, tatsächlich für mich als Leser, sondern ist eher etwas für Autoren. Es ist nämlich von Adriana Popescu drüber schreiben. Das Aufwärmbuch für deine Kreativität ist bei BOD erschienen, hat sie also als Self-Publisher ja, sich sozusagen zusammengestellt, hat es in eine sehr coole Ringbuchform gebracht, was ich total mega finde für Arbeitsbücher. Ich finde das auch toll, so hat es ja Tinker Beere mit ihrer Schreibchallenge auch gehandhabt, weil ich es einfach schön finde, wenn man jetzt was schreibt, dass man dann eben auch einfach umdrehen kann und ja, hat es dann nicht wie ein ja, festes Hardcover oder ein Taschenbuch auf dem Tisch liegen. Finde ich mega praktisch. Mein Gedanke oder an ein Buch, was ich in Gedanken habe, wo auch schon so ein bisschen das Grundgerüst steht, würde auch tatsächlich dann eher in so eine Ringbuchform kommen, weil ich das ein sehr schönes Format finde für Ratgeber, wo man sich vielleicht auch Notizen reinmacht, wo man ja, damit arbeitet. Adriana Popescu hat ihr eben ja, eine Art ja, Kreativitätsbuch erschaffen mit Aufgaben, mit Zitaten,
Finde ich richtig toll. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in Gänze tatsächlich was für mich ist, weil ich eben ja nicht eine klassische Autorin bin, weil es hier eben auch heißt, dass es hier eben für den kreativen Schreibweg gedacht ist und dass man leichter ins Manuskript findet. Und ja, ich bin trotzdem neugierig, wie sie die Kreativität anregt, welche Ideen Adriana hat. Und ich mag Adriana Popescu und ihre Bücher, ihre Ideen, ihre Gedanken einfach super gerne. Und deswegen musste das Buch auch einfach bei mir einziehen. Das nächste Buch habe ich dann ja als Mängelexemplar gekauft. Das stand seit letztem Jahr auf meiner Wunschliste. Und ich weiß gar nicht, warum es da noch nicht so richtig bei mir eingezogen ist. Ich glaube, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass es es als Hörbuch gibt. Und dann habe ich es hier im Einkaufen, beim Lebensmitteleinkauf in so einem Kasten gefunden, wo Mängelexemplare sind von Viola Shipmann. Ein Cottage für deinen Sommer hat mich im letzten Jahr sehr angesprochen, einfach weil ich dieses ganze Cover großartig finde, samt Hund und dieser Ausblick und ein Cottage. Und ich glaube, es spielt tatsächlich auch am Michigansee und in Chicago, und ich fand das irgendwie, hat super spannend geklungen. Ich habe von Viola Shipmann auch schon mal was gelesen, allerdings unter ihrem Echtnamen oder unter ihrem Pseudonym. Ich weiß jetzt nicht, welches was von beiden ist, aber ich freue mich auf dieses Buch und ich habe es für 4 Euro als Mängelexemplar mitgenommen. Es hat unten einen Stempel und hier, wie wenn einfach mal einer so 3-4 Rillen reingemacht hat, mehr ist es an Beschädigung nicht. Und dafür, dass es, glaube ich, regulär 15 Euro kostet und ich habe es jetzt für 4 nach einem Jahr gekauft, ich finde, da kann man nicht meckern. Ist auch eine broschierte Ausgabe, die sonst auch wirklich gut aussieht, und ich freue mich, dieses Buch dann auch im Sommer zu lesen. Und das letzte Buch des Monats ist dann Auris 2 von Vincent Cliche, nach einer Idee von Sebastian Fitzek, ist als Hörbuch bei mir eingezogen. Ich habe letztes Jahr den ersten Teil sehr, sehr gerne gelesen. Ich fand diese Idee mit diesem Polizisten, der dieses absolute Gehör hat, der anhand von der Stimme erkennt, wie groß, klein, dick, dünn dieser Mann ist, wie alt er ist, ist er Raucher, was tut er vielleicht auch, was seine Stimme irgendwie verändern könnte. Das fand ich mega spannend. Er selbst war dann ja ein Angeklagter in einem Mordfall, und wir haben eine Podcasterin, die im Grunde Fälle, Kriminalfälle irgendwie auflöst, nochmal aufrollt. Ihr selbst ist etwas vor einigen Jahren zusammen mit ihrem Bruder im Ausland passiert, und diese Verbindung dieser beiden fand ich im ersten Teil super spannend. Es war richtig spannungsgeladen und leider ein bisschen schnell erzählt, so habe ich zumindest Cliche Stil empfunden, aber mich hat er sehr angesprochen. Ich wollte seitdem eigentlich auch mal irgendwas von Vincent Cliche lesen. Ist tatsächlich noch nicht passiert. Dabei fand ich den im Interview mit der lieben Melanie Liest super sympathisch, eine richtig coole Socke, wenn man das so sagen kann. Und die Idee ist wohl in Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek entstanden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wem den Anstoß gab. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Habe mich ganz bewusst diesmal fürs Hörbuch entschieden, weil das Buch an sich auch tatsächlich so ausgelegt war, dass es Leute hören. Und ich glaube auch, dass das den Reiz so ein bisschen mehr hat, sich da fallen zu lassen ins Hören, einfach aufgrund dessen, dass man natürlich eine Podcasterin hat, dass man die Geräusche hört, die gemacht werden, dass vielleicht sogar die Stimmen genauso sind, wie hier dann im Grunde die wahrgenommen werden. Und ich freue mich diesmal aufs Hören, und das ist definitiv was ich jetzt im Mai hören möchte. Das waren sie, die regulären Neuzugänge. Ich habe auch noch ein Buch von der lieben Christine bekommen, was indirekt schon auf dem Sub landet, weil auch das E-Book noch auf dem Sub liegt, aber es im Grunde nicht als echter Neuzugang gezählt wird. Die andere Welt von Julie Cohen. Die liebe Christine hat es gelesen und wir haben uns dann irgendwie darüber ausgetauscht, und so durfte dann dieses Buch jetzt bei mir einziehen, hat sie mir ganz lieb verpackt, im Grunde vorbeigebracht, an die Tür gehangen. Christine, viele liebe Grüße, vielen Dank dafür nochmal. Wir haben hier zwei jugendliche, junge Kinder, ein Mädchen, ein Jung, und beide erleben etwas in ihrer Kindheit und gehen dann eben auch irgendwie getrennte Wege, treffen sich später irgendwann wieder, und stellt sich natürlich die Frage, obwohl sie das Gleiche erlebt haben, wie haben sie es jeweils verarbeitet, wie hat das Leben
sie verändert. Und ja, obwohl man eben mit dem gleichen Staat hat, also den gleichen Staat hat, aber eben auch Geschlechter unterschiedlich irgendwie natürlich in dem Fall ist. Ich habe das E-Book vom Verlag bekommen und möchte es jetzt auch zeitnah im Mai lesen. Ich freue mich sehr auf die Geschichte, hat mich von diesem wunderschönen Cover einfach total angesprochen. Und ich hoffe, dass es ein kleines Highlight ist und dann auch im Regal bleibt und weil es einfach so schön ist. Und man will, dass es einem gefällt. Und ich weiß, Christine hat es auch gut gefallen, aber eben nicht so gut, dass sie sagt, sie behält es im Regal. Aber ja, ich hoffe das Beste und freue mich sehr auf diesen Bücherschatz. Und das waren sie jetzt auch schon, meine Neuzugänge. Ein ja, sehr schöner Neuzugänge-Mischungsmonat. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es tatsächlich toll, dass es bei mir so schön ausgeglichen ist, was die digitalen Bücher angeht, aber auch was die echten Bücher angeht. Das ist ja immer ein Ziel von mir, damit eben nicht zu viele Bücher in echter Form sozusagen irgendwie hier rumliegen, hier rumstehen. Auch wenn ich jetzt natürlich recht viel Platz trotzdem wieder habe und auch ein bisschen ausgemistet habe im Zuge der Renovierung. Aber ja, das waren sie. Vielleicht kennt ihr ja auch das ein oder andere Buch schon oder es ist bei euch auch auf dem Sub gelandet oder schon gelesen. Ihr findet alle Bücher auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr noch irgendwie Informationen zu den Büchern wollt, klickt euch da gerne mal durch. Auch andere Infos findet ihr immer wieder drin. Ja, lest euch da einfach mal durch, wenn ihr Lust und Laune habt. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen. Es tut mir nochmal leid, dass ich jetzt hier so switchen musste, aber ich hoffe, es war ertragbar. Und ich ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.